auch schon ein bisschen Geld auch bekommen, ja? So, es ist auch ein Markt wieder, ja? So, wird auch schon voll beladen hier der Roller, ja? Sieht auch ein bisschen unstabil aus, ja, aber da, so ist es dann, ja. Ja, die machen das nur ein bisschen Geld zu verdienen, damit die auch schon leben können, ja. Also das geht nicht, um reich zu werden, ja, also geht nicht, ja. Weil die nur ein bisschen Gewinn davon bekommen. Das ist genauso das Gleiche wie die viele Geschäfte links und rechts der Straße. Da sind auch schon viele Geschäfte da. Da machen die dann oft dann auch als ein Nebenverdienst, ja, für ihren Nebenverdienst, wenn die dann zum Beispiel Beamten sind, ja, dann machen die dann auch schon als Nebenverdienst, ja, weil Beamten oft auch schon, die meinen, dass das Geld nicht ausreicht, ja, für den ganzen Monat, ja. Die Lösung wäre dann auch schon, dass sie dann auch schon von der Bank, ja, irgendwie mal Darlehen bekommen, ja, zum Hausbau, um Hausbau zu finanzieren zum Beispiel, ja, weil es ist halt schwierig, so viel Geld auf einmal zu bekommen, ja, weil sie dann kein eigenes Geschäft machen, die sind einfach mal so Beamte oder Mitarbeiter, ne? Ja. Und kriegen sie Darlehen von der Bank, ja, oder sie kaufen ein Haus von einem Bauunternehmen, ja, dass die dann dafür viele Jahre in Kredit zahlen müssen, ja. Das kann auch schon 20, 25 Jahre da waren, ja. Denn deswegen gibt es auch schon so ein Programm von der Regierung, dass also die sogenannte 1000 Häuser für Beamten, sowas, ne. Also es wird, da werden kleine Häuser gebaut und ist nur für die Beamten, ja, ganz einfach, ja. Und das müssen die dann in Raten zurückzahlen, ja. Also das kann, wie gesagt, 20 Jahre dauern, 25 Jahre dauern und so weiter, ne? Sagen in dem Dorf, ja, oder jetzt auf dem Lande, sagen wir mal jetzt hier in Kuta oder außerhalb der großen Stadt, ja, da gibt es keine Obdachlosen eigentlich. Da gibt es nur die armen Familien, die vielleicht so in einfachen Häusern wohnen, ja. Aber obdachlos sind sie nicht, ja. Obdachlos sieht man ja nur in großen Städten. Wie Java zum Beispiel, wie auf Java, wie in den großen Städten, da Jakarta oder Surabaya zum Beispiel, da kann man ja sehen, ja. Aber hier hat jeder auch schon Haus, ja, aber vielleicht ist es so einfach. Vielleicht, wie ihr seht hier gerade während der Fahrt hier links und rechts der Straße, ja, oft haben die dann auch schon einfache Häuser da. Die können auch schon. Die haben schon vier Wände, auch schon Dach über dem Kopf, die haben kein Problem, ja. So ist der Vorteil fürs Leben in einem Dorf, ja, dass man schon so leben kann, also wie sagt man, dass man die vier Wände hat, ja. Aber in der Städte natürlich, das kostet alles, ja, deswegen schlafen sie dann auch schon im Freien manchmal, ja, ja. Oder auf Gehsteigen, ja. Ja, die Armen bei uns hier können das schon auch schon auf dem Lande auch schon dreimal essen, ja. Die haben schon Reis, ja. Vielleicht das Problem wäre dann vielleicht, wenn die krank sind, ja. Dafür gibt es auch schon Krankenversicherung von der Regierung, ja. Für die Einheimischen, die dann das nicht leisten können, wenn die dann zum Krankenhaus gehen müssen, weil sie krank sind, dann wird alles dann von der Regierung bezahlt, ja. Ja, also
Da werden die dann schon von der Regierung unterstützt, ja. Mit dem Roller wäre zu weit nach Norden zu fahren, ne? Ja. Genau.
sind schon mehr durch mehr Dörfer, durch die Landstraßen. Ne? Nicht so viel Verkehr, dann kann man schon ein bisschen mehr genießen als nur die Fahrt durch den schweren Verkehr. Ja, auch schon mehr Reisfelder, ja, so eine mehr grüne Landschaft. Ja. Schule hier mitten in dem Dorf. Die tragen alle Mädchen diese Kopfbedeckung, ja? Und die Jungen, die tragen diese Mütze. Ja? Die schwarzen Mützen, schon die typische Mützen von den Muslimen. Ja? Aber es ist dann auch schon national geworden. Ja? Das tragen auch schon viele her. Ja? Bei uns, ne? Ich habe ja das studiert damals in einer Uni auf Java. Ja? Ja. Ja, also da waren die Dozenten aus der, von der Goethe-Institut auch. Ja? Ja. Die haben uns unterrichtet. Ja? Und ja, besonders die Arbeit, ja, das spielt auch schon eine große Rolle, ja, bei der Bildung der Sprache. Ja? Ja, dann habe ich schon, wie gesagt, schon seit langem jetzt gemacht, ja, und ja, das war halt ja, das habe ich schon fast, also ich meine, dann rede ich dann fast jeden Tag dann über Deutsch dann, ne? Kann ich dann auch schon mehr lernen, ne?
von der Sprache her. Gibt es dann immer genug Wasser, deswegen sieht man schon viele Reisfelder hier. Also die Reispflanzen brauchen immer viel Wasser dafür. Ne? Das ist das Bewässerungssystem, ja? Dann gibt es ständig Wasser für die Reisfelder. Ja? Am Anfang damals Deutschlehrer werden, ja? Weil Deutsch damals auch schon in der Schule unterrichtet wurde. Ja, ja, und da habe ich gesagt, ja, dann wir fanden Englisch war schwierig, ja? Okay. Und wir dachten, das wäre eine Lösung, weil man es dann irgendwie mal so liest, wie es geschrieben ist. Ja? Genauso wie unsere Sprache. Ne? Wie Indonesisch, ja. Also ich dachte, das wäre so eine einfache Sprache, ja, am Anfang, ja. Und da habe ich gedacht, ja, das kann ich dann lernen, wenn es so einfach ist, ja. Weil es nur so gelesen wird, wie es geschrieben ist, ja. Genauso wie in unserer Sprache, ne. Aber eigentlich, das war falsch, ja. Je mehr man das lernt, desto schwieriger. Das war, ne? Mit der Grammatik noch viel komplizierter als Englisch, ja? Ja, das ist so. Ja, und aber ich muss sagen, das habe ich geschafft schon, ja? Also ich meine, ja, am Anfang war halt schwierig, aber ich war ja schon dran. Ich muss dann, wenn wir dann entschieden haben, also das zu lernen, dann musste ich dann, also bin ich dann nach Java gegangen, ja, und haben meine Eltern das bezahlt, ja, also die Fahrt nach Java, und hat damals auch schon so lange gedauert, bis man dort in der Stadt Yogyakarta ankommt, ja, und habe ich gedacht, ja, die Eltern haben das alles schon bezahlt und ich muss das jetzt weitermachen,